Der Statistiker nennt diese Zahlen Verhältniszahlen und unterscheidet vier Arten von Verhältniszahlen. Verhältniszahlen bedeutet generell, dass man Zahlen zueinander ins Verhältnis setzt, um daraus gewisse Schlüsse zu ziehen. Und da gibt es vier Möglichkeiten. Einmal eine Gliederungszahl. Eine Beziehungszahl. Eine Messzahl. Und eine Indexzahl. Die ersten drei Zahlen, Gliederungszahl, Beziehungszahl, Messzahl, sind sozusagen statisch, ohne Zeit, punktbezogen. Und Index bringt jetzt einen Zeitfaktor dazu. Ja, wir werden gleich genau sehen, was das bedeutet. Ja, die ersten drei Zahlen sind also statisch, die letzte dynamisch im Sinne von, dass Zeit hier jetzt dazukommt. Bei den ersten dreien haben wir zunächst mal keinen Zeitfaktor. So, das ist unser Überblick. Schauen wir in die Details.